Hey Leute, willkommen zurück zum Retro-Dienstag. Ich werde heute wieder Tom Clancy's Hawks spielen. Ich habe mal die Projekte, die ich für den Retro-Dienstag vorgestellt habe, ich habe mir mal die Klickzahlen angeschaut und gesehen, bei Hawks schalten am meisten ein, gucken sich am meisten an. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich werde dieses Projekt jetzt erstmal zu Ende bringen und danach gucken wir mal, was wir dann in den Dienstag packen. So, machen wir weiter. Kurzer Recap nochmal, bevor ich jetzt Enter drücke. Letzte Folge waren die ersten zwei Aufträge für Artemis. Einmal haben wir ja im Nahen Osten eine Raffinerie verteidigt, da sind wir die Frogfoot geflogen und danach sind wir mit der Phantom nach Afrika und haben Rebellencamps zerstört. Weiter geht's. Ja, fortfahren. Operation Blacklight. Nach dem Erfolg der Operation Kobold hat die UNO Artemis angeheuert, um terroristische Trainingscamps in den Bergen Zentralasien zu bombardieren, also Afghanistan, da die Gegend. Wir bekommen es mit Jagdfliegern und Luftverteidigung zu tun, okay. Operation Kobold war ein voller Erfolg. Die Regierung hat die UNO informiert, dass die Rebellen um einen Waffenstillstand gebeten haben. Ich werde Ihren Beitrag zu dieser Operation im Aufsichtsrat lobend erwähnen. Außerdem haben wir mit der NATO einen weiteren, sehr wichtigen Kunden gewonnen. Wir wurden beauftragt, Ihre Truppen in Zentralasien zu unterstützen. Diese Region war in den letzten Monaten oft Ziel brutaler Terroranschläge. Die Terroristen haben sich in einer Berggegend direkt außerhalb der Landesgrenze verschanzt. Die NATO hat die Regierung des Nachbarlandes mehrfach davor gewarnt, diesen Terroristen Unterschlupf zu gewähren, jedoch ohne nennenswerten Erfolg. Wir wurden engagiert, die in den Bergen versteckten Trainingslager der Terroristen zu bombardieren. Mit Sicherheit wird die lokale Regierung ihre Jäger aussenden, um unsere Jungs abzufangen. Ihr Befehl lautet, die Bomber bei der Mission zu eskortieren. Schützen Sie die Bomber mit allen Mitteln. Das war's. Sie dürfen jetzt los. Viel Glück, Männer. Okay. Babysitter für ein Bomberspiel. So, die MiG-29 wird uns vorgeschlagen. Wir könnten auch die F5A nehmen. Oder die Waven. Die hat guten Luft-Luftkampf an, da wir ja gegen Jäger spielen. Aber wir nehmen die empfohlene MiG-29. Sie fliegen eine Kampfpatrouille über den Bergen, um Antiterroroperationen der NATO zu unterstützen. Leider kooperiert die örtliche Regierung nicht. Sie müssen also mit Angriffen von feindlichen Patrouillen rechnen. Eine Bomberstaffel, Rufname Drake, ist auf dem Weg, um Terroristencamps in einem Höhlensystem in den Bergen auszuräuchern. Wir erwarten, dass Drake von feindlichen Jägerpatrouillen angegriffen wird, sobald sie die Grenze überflogen haben. Ihr Primärziel ist, Drake vor diesen Jägern zu schützen. Verstanden? Verstanden, Einsatzleitung. Wir halten Sie von Drake fern. Oracle, hier Casper. Wir haben Drake getroffen und fliegen Informationen. Gut, Sie zu sehen, Reaper. Keine gute Gegend, um alleine erwischt zu werden. Schwarm Reaper, hier Oracle. Feindlicher Jägerverband auf Abfangkurs zu Drake. Kommen schnell. Bestätige, Oracle. Ziel in Sicht. Warten auf Befehle. Casper out. Reaper, Sie sind befugt, die Banditen anzugreifen. Hier Talon. Greifen Grenzpatrouille jetzt an. Auf geht's. Wir wechseln auf die Multi-Luft-Luft-Raketen. Damit können wir viele Ziele gleichzeitig erfassen. Ich bin mal gespannt, wann wir sie in War Thunder sehen. nein, Multi. Feuer frei! Ihr Oracle, eine zweite Angriffswelle von Jägern ist auf dem Weg zu Ihnen. Ach, der eine hat überlebt. Hamburg bestätigt. Ein Schwarm Banditen wurde abgeschossen. Gute Arbeit, Reaper. Roger, greife an. Ziel erfasst. Na? Gute Arbeit, sehr gut. Reaper. Zweite Angriffswelle abgeschossen. Okay, nächste Angriffswelle. Ein neuer Attacke. Kommt Drake sehr schnell näher. Wir gehen wieder auf die Multis. Nehmen mal die Tech Map. Sehr gut.
Also MiG-23er, okay. Mein Ziel verfehlt. Rakete von. Na komm schon. Mhm. Nächster Abschuss bestätigt und weiter geht's. Roger, Schwarmführer. Jetzt gucken, dass doch kein anderer an der Nähe ist. Nope, eine Attacke. Schwarmführer, Sie haben ein Problem. Zwei Angriffswellenbanditen rollen hinter Drake her. Ach, lächerlich. Wir können die nicht schnell genug runterholen, Boss. Was sollen wir tun? Wir holen sie runter. Was ist eine Frage? Wir werden wir immerhin bezahlt. Sie haben einen Feind am Heck. Hat ihn erledigt, unser Schusshawksführer. Waffe, Ziel verfehlt. Achtung, Reaper, ich orte noch eine Welle Abfangjäger auf Kurs zu Drake. Ihr habt den Mann gehört, Reaper. Bringen wir es zu Ende. Ja, der Gegner, also der Feind ist so schlau, er fliegt seine Jäger alle in kleinen Angriffswellen, anstatt einer großen. Da können wir sie besser runterholen. Das ist's. Wir sind schon 30 Kilometer entfernt von unserem Bomber, aber wir holen sie langsam alle runter. Die kommen gar nicht in die Nähe. Ja, komm mal zu dir, würde ich mir mal die normalen J-Strike. Achtung, Reaper, ich orte noch eine Welle Abfangjäger auf Kurs zu Drake. Ihr habt den Mann gehört, Reaper. Fliegen wir zu Ende. Verdammt, das will ich doch hoffen. Die haben ja ihre halbe Luftwaffe hier oben. Nur ihre halbe, okay. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich die Flares raushaue. Guter Start, Schwarmführer. Sollte mir das immer mal irgendwie vor der Folge nochmal angucken. Ja, ihn. Bradshaw, Sie haben einen Feind am Heck. Werden Sie kreativ. Ach, bitte. Waffe aufgeschaltet. Ein paar Tee weniger. Schwarm Reaper, hier Oracle. Die Abfangjäger sind fast oh. In Schussweite zu Drake. Mein Gott, die haben sich angeschlichen. Schwarmführer, Drake wird von Banditen angegriffen. Sie brauchen ihre Hilfe. Drake ist in Schussweite feindlicher Abfangjäger. Wiederhole, die Banditen sind in Schussweite zu den Bombern. Dann sollten wir da mal schnell wieder zurück. Seht ihr, ich weiß noch nicht, was das Problem von dem Spiel ist, dass es manchmal seine irgendwie Sachen selber macht. Wie gerade die Flares raushauen, aber... Ja, bitte. Mhm, er scheint im Ende an Flug zu sein. Dann noch 23 Multis. 22, das war ich nicht. Das war ich auch nicht. Gibt es da irgendeine komische Option, die ich
aktiviert habe. Ich weiß jetzt nicht, was ich da getan habe. Das war ein dummer Abschluss. Schwab Reaper, hier Oracle. Die Abfahrtjäger sind fast in Schussweite zu Drake. Roger, Casper. Gut gemacht, Schwab Reaper. Drake hat die Grenze überquert und nimmt Kurs auf Zielgebiet. Hier ist Drake. Wir fliegen jetzt den Startpunkt an. Sehr gut. ETA 8 Minuten. 8 Minuten muss ich jetzt noch verteidigen, okay. ERS ist Reaper, übrigens. Sie müssen diese Sams zerstören, bevor sie Drake gefährlich werden. Ich kann es jetzt kann ich es nicht ab aktivieren. So, jetzt die Flugabwehr ausschalten, bevor sie Drake aufs Korn nehmen kann. Beeilung. Falsche Waffe, hat wieder gewechselt. Rakete abgefeuert. Abi, der ist erledigt. Nicht mal knapp. Nochmal. Ah, okay, ich sehe schon, was das Problem ist, ja. So, das ist dieses Hilfesystem. Beziehungsweise das Computersystem jetzt. Aua, lass den Scheiß. Das gibt er mir einen Anflugwinkel, in dem ich bleiben muss, um die Sam anzugreifen. Und die nächste. Ja. Das ist jetzt mein Anflugwinkel. Den gibt mir das Computersystem. Und gehen auch den auf die nächste Stellung in mit diesem Anflugwinkelsystem. 2 Minuten zum Startpunkt. Aufgepasst, Reaper. Drake nähert sich der Sam. Ja, ich weiß. Guter Start, Verfolgung. Hier ist Drake. Noch 1 Minute zum Startpunkt. Gib mir Deckung, Captain. So. Swamp Reaper, hier ist Oracle. Alle Sam-Batterien wurden vernichtet. Das ist mal ein bisschen enger gemacht, damit es sonst spannender wird. Wir wissen Bescheid. Hier ist der Status, Drake. Einsatzleitung, hier Drake. Wir sind fast da. Blitz in Rolex minus 2. Haben Startpunkt erreicht und können den Anflug beginnen. Erwarten finale Bestätigung. Drake, Sie sind autorisiert, das Ziel anzugreifen. Feuer frei. Drake bestätigt. Greifen Ziel jetzt an. Genau, denn wir sind ja jetzt Söldner. Gut bezahlte Söldner. Wahrscheinlich.
F-15 freigeschaltet und die F-2 freigeschaltet. So, ich würde sagen, nächste Mission machen wir auch noch. Das ist Operation of Certification im Karibischen Meer. Dank unseres Erfolges bei den Vereinten Nationen konnte Artemis einen hochdotierten Verteidigungsvertrag mit Brasilien unterzeichnen. Damit werden wir zum Marktführer in Südamerika und zu einem der größten PMCs weltweit. 100% Jagdflieger. 6 Jahre später. Oh mein Gott, jetzt bin ich auch noch alt. Lieber David, kaum zu glauben, dass es jetzt 6 Jahre her ist, dass Sie mein Jobangebot angenommen haben und der Firma als Teil unseres ersten Kampfgeschwaders beigetreten sind. Seitdem hat Artemis vor beträchtlichen Herausforderungen gestanden, aber dank Ihrer Hingabe, Ihrem Professionalismus und Ihrem Mut haben wir wahrscheinlich wahrlich atemberaubende Erfolge gefeiert. Ich freue mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass unsere Firma einen beispiellosen langen Verteidigungsvertrag mit der brasilianischen Regierung abgeschlossen hat. Dieser Vertrag kann Artemis potenziell zur weltführenden Militärfirma aufsteigen lassen und ich zähle darauf, dass Sie bei der Umsetzung helfen. Wir erreichen eine Phase des enormen Wachstums und dann spielen Sie eine entscheidende Rolle. Ihre Loyalität der Firma gegenüber ist nicht unbemerkt geblieben, David. Wir stehen vor etwas ganz Großem und Sie werden am Gewinn beteiligt. Mit freundlichen Grüßen, Adrian De Winter, CEO von Artemis Global Security. Ihre Staffel wird nach Brasilien abgestellt, um die Verteidigung des Kunden zu stärken. Der CEO und der Aufsichtsrat haben hohe Ziele gesteckt und wir erwarten, dass sie diesen gerecht werden. Das bedeutet, risikoreicher und aggressiver zu fliegen. Daher erwarten wir von allen Artemis-Piloten, ihren Jet mit oder ohne Flughilfen zu nutzen. Das System ermöglicht es ihnen, das Flugzeug am absoluten Limit zu fliegen. Ein großer Vorteil gegenüber ihren Feinden. Sobald sie den Off-Test bestanden haben, packen sie ihre Sachen für die Reise nach Rio. Okay, was kommt jetzt? Ah, On- und Off-Modus. Sehr gut. Guten Morgen, Captain. Wir fliegen dieses Flugzeug. Heute Ihr Fluglehrer. Außerdem sitze ich auch als Passagier hier hinten, also fände ich es besonders schön, wenn wir nicht abstürzen würden. Heute zwingen wir dieses Flugzeug in den Grenzbereich. Artemis Global Security. Okay, wenn jemand von euch weiß, was das für ein Flugzeug ist, bitte her damit. Deshalb müssen wir besser und härter fliegen als alle anderen Piloten. Diese Aggressivität wird Artemis zum Weltmarktführer in der PMC-Industrie machen. Moderne Kampfflugzeuge besitzen computergestützte Manöversysteme, die einen gefährlichen Kontrollverlust vermeiden sollen. Diese Alpha-Begrenzer halten den Vogel in der Luft, verhindern aber auch radikale Manöver, die einem Piloten im Luftkampf den entscheidenden Vorteil bringen können. Heute deaktivieren wir den Begrenzer, um sie an das Manövrieren ohne Hilfsmittel zu gewöhnen. Mhm. Cool, 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 machen wir. Noch nicht, okay. Gut, fangen wir an. Zunächst wollen wir uns anschauen, wie man den Alpha-Begrenzer aus- und wieder einschaltet. Während Ihrer Missionen haben Sie dann die Option, das System... Ja, sehr gut. Das ist der Off-Modus. Schalten Sie den Begrenzer ein paar Mal an und aus. So geht's, Junge. Schalten Sie den Begrenzer aus, Crenshaw. Wir sind bei der Arbeit. Okay, soweit, so gut. Sie haben jetzt gelernt, den Begrenzer ein- und auszuschalten. Fliegen wir mal ein Weilchen ohne Hilfe. Für die nächste Übung deaktiviere ich den Begrenzerschalter. Sie haben zunächst nur den Off-Modus zur Verfügung. Okay, bereit für was richtig Gefährliches? Wir werden die Gefahren des Fliegens im Off-Modus erforschen. Sinkt die Geschwindigkeit des Flugzeugs unter einen bestimmten Wert, verliert es den Auftrieb. Was passiert dann? Strömungsabriss. Ihr Vogel reagiert nicht mehr. Voller Schub! Jetzt den Vogel rollen und hochziehen. So geht's, Junge. Ich muss sagen, dafür, dass das Spiel schon relativ einige Jahre alt ist, sieht es immer noch richtig gut aus. Ohne mich umzubringen, das klingt doch erstmal gut für mich. Jetzt müssen Sie lernen, andere zu töten, während Sie im Off-Modus fliegen. Vor uns sind einige Drohnen. Ohne Flughilfen angreifen. Diese Drohnen sind stationär, also sollten Sie keine Schwierigkeiten haben.
Ein Abschuss. Gut gezielt. Ich sage, das mit diesen Manövern, das macht schon irgendwie Spaß. Ich finde es immer schön, wenn ich in einem Tutorial, wo ich eh nichts falsch machen kann, gelobt werde. Und dieses Manöver finde ich so hammer. Willst wohl ausweichen. Guter Schuss, die ist erledigt. Na, wo ist er? Irgendwo über mir, ja. Da ist er. Ja, vielleicht. Wir wissen es nicht. So, Crenshaw. Mal sehen, wie Sie sich halten, wenn die Drohne zurückschießt. Diese nächsten Drohnen sind mit Übungsraketen bewaffnet und Sie können gut zielen. Sie müssen den Raketen im Off-Modus ausweichen und gleichzeitig die Drohnen angreifen. Bereit? Da kommen Sie. Warnung. Rakete vermieden. Ich will aber, dass er abreißt, damit ich nämlich so coole Manöver machen kann. Ah, komm. Warnung. Die macht das Classic Ranger weiter so. Rakete vermieden. Noch eine Drohne erledigt. Sehr gut. Jetzt haben Sie guten Schuss. Jetzt bin ich ein echter Pilot. Okay, war das eine Su-27? Haben wir dieses coole neue Feature freigeschaltet und ich werde es euch erst nächste Woche im Kampf zeigen. Denn ich beende diese Folge jetzt hier. Ich danke euch wie immer fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und dann bis zum nächsten Mal. Macht es gut.